16 da, ne? Mit 16 denkt man schon, ey. Aber ist wahrscheinlich auch nicht im Game-Modus. Haben wir denn eine Fernbedienung für den Fernseher? Das liegt an dem Fernseher wahrscheinlich, ja. Weil der sieht doch noch so aus, als wäre das nur eine Standardeinstellung. Ja. Haben wir eine Fernbedienung dafür, Tim? Für den? Schade. Oh, wir sind live. Wir sind live, jetzt schon. Verdammt. Ja, wir sehen uns leider nicht. Ja, wir sind live. Hallo. Hallo. Ich dachte, du moderierst. Okay, ich moderiere. Herzlich willkommen zu Street Fighter 5. Wir zocken heute Street Fighter 5. Haben leider, jetzt haben wir auch ein Kontrollbild. Jetzt sehen wir, dass wir live sind. Und gestern ist das Spiel rausgekommen. Mhm. Und ich habe ein bisschen gezockt. Ein bisschen mit ein paar Kumpels. Also quasi Day-One-Character haben wir jetzt. Und wir wollten eigentlich ein bisschen online spielen. Aber der Netcode ist ja angeblich noch nicht so geil. Aber wir werden es später mal probieren. Aber erstmal spielen wir ein bisschen Versus, oder? Ja, hab ich gedacht, ey, lass mich noch mal ein bisschen das Gesicht polieren von dir. Ich habe ja noch einiges wieder gut zu machen eigentlich vom Freitag. Ja, ein bisschen. Freitag. Ich habe es gestern auch eine Menge gespielt mit dem Kumpel, aber immer nur gegen Ryu. Ah, okay. Deswegen Ryu habe ich mittlerweile ein bisschen drauf. Wenn du jetzt zum Beispiel hier diesen Fang nimmst, wie du irgendwie meinst, den du gerne spielst, das ist natürlich dann wieder komplett neu gemischt, die Karten. Also ich habe gestern das erste Mal auch richtig gespielt, habe fast nur Fang gespielt, weil mir der Charakter so gut gefällt. Weil er neu ist, oder? Jetzt war er wirklich coole Moves. Nicht nur, weil er neu ist, weil er echt geile Moves hat, wie du schon sagst. Und ja, mal sehen, wie es läuft heute. Oh, ich bin gespannt. Ich habe, glaube ich, auch schon ein bisschen zugelegt jetzt, spielerisch. Das ist ich, gut. Ich habe ein bisschen getrainiert, was Deckung angeht. Das war ja immer. Deckung und Punishen. Sehr wichtig. Decken und Punishen, genau. Ich muss ja auch ein bisschen trainieren. Wir haben ja auch gestern angekündigt, dass ich und Micha so eine Feder am Laufen haben. Und spätestens zu dem Brawl oder im April irgendwann wollen wir natürlich einen riesen Rematch machen. Am besten gleich 10 Runden oder so. Am besten, er guckt sich auch noch ein paar andere Charaktere an. Ja, muss er eigentlich. Okay, go, go. Okay. Kann ich damit durch? Kannst du? Okay. Oh, jui, jui. Okay. Ach, jetzt bin ich vergiftet. Ja, okay, das habe ich auch noch gar nicht irgendwie. Ja. Ah, du Schwein. Ja, decken und punishen, ey, du sagst es. Wie lange bin ich eigentlich vergiftet? So lange, bis du mich triffst. So quasi. Ja. Oh, schön. Ich habe es auch mal online gespielt, schon letzte Woche Donnerstag oder so. Da ging es komischerweise noch besser, witzigerweise. Ja, bei einigen funktioniert das ganz gut und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo es überhaupt nicht funzt, habe ich gehört. Also ich habe selbst auch noch nicht online gezockt. Ja, bin ich mal gespannt, ey, wie wir uns da schlagen. Ja. Du insbesondere. Also wie es aussieht, im Moment ja nicht so gut. Das ist immer so billig, wenn man noch sieht, dass man greifen wollte und es nicht geklappt hat. Das ist das Traurigste im Spiel. Kenny ist viel zu schnell. Bleib doch mal stehen. Ne? Okay. Hund. Oh, fuck. Ah, nicht geklappt, verdammt. Wolltest du gerade super machen, oder? Nee, ich wollte eine V-Trigger-Kombo machen. Du kannst ja jedes Mal, wenn du einen V-Trigger aktivierst, dann unterbrichst du ja den Schlag, den du vorher gemacht hast. Das heißt, du machst einen Hard-Punch, unterbrichst den, kannst noch einen Hard-Punch machen. Ah, okay. Und dann irgendeinen Special-Move machen. Ja, man wusste ich auch noch nicht. Dafür sollte man eigentlich auch den Trigger am häufigsten benutzen, um Sachen zu canceln. Nicht cool. Das kann ich jetzt noch gar nicht. Aber sowas lernst du erst später. Das ist eigentlich auch so wie dieses Focus-Attack canceln und so, ne? Ja, bloß, dass du beim Focus halt deinen Meter auch verschwendest. Bei Street Fighter 4 hier verschwendest du halt deinen V-Trigger. Ja.
Cammy ist aber auch echt eine gemeine Sau. Ja, total. Ich krieg dich aber noch, keine Ahnung. Auch so, ich habe auch gestern gemerkt, ja, bestimmt sogar, dass du sogar mit ihr so Griffe eigentlich super schnell machen kannst, weil sie einfach so schnell ist. Du bist so schnell am Mann, am Gegner, ja, und mit kaum einem anderen. Das ist großartig. Oh oh. Ich kann mal probieren können, naja. Okay. Oh. Ui. Nein. Uiuiui, ui, das war eng. Aber jetzt guck mal, zum Beispiel habe ich dich getroffen und ich bin immer noch vergiftet. Das ist, weil ich den V-Trigger aktiviert hatte. Ach so, okay. Wenn ich den aktiviert habe, dann ist jeder Treffer von mir auch, wenn du mich berührst, wirst du dann auch vergiftet. Hört sich krass an, aber das Gift macht gar nicht so viel Schaden. Das ist wahrscheinlich auch fick. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Dalsim, wo der Boden brennt, ne? Das ist immer so kontinuierlich, ja, ein bisschen. Okay, jetzt muss ich abliefern, ey, verdammt. Okay, das sieht nicht nach abliefern aus. Oh, fuck. Oh. Okay, ich muss mir einen smarten Plan überlegen. Gift fressen. Ah! Jetzt damit. Ja, das stimmt, das ist das Ding bei ihm. Ich kenne diese. Ja, kann nicht rüberspringen, muss ich mir merken. Ja, musst du entweder den Drill machen oder einfach nach vorne dashen. Mhm. Aber ich kann ja noch low schmeißen, deswegen musst du vorsichtig sein. Ah, okay. Gesprungen. Oh, hey, was? Gut. Ja, die geht noch mal kurz vorher nach oben und macht so einen diagonalen Rundensprung. Das ist ganz praktisch. Okay. Praktisch nicht. Das ist lame, nenne ich das. Das auch. Das ist auch lame? Ja. Also quasi alle mit, wo ich Gewinnchancen habe. Ja, so ziemlich, ja. Uiuiuiui. Nein! Oh, Alter, okay, in der Luft. Gut. Ah, du Schwein. Puh. Ja, man merkt schon, du legst jetzt zu. Er hat mich durchschaut. Siehst du mir in deinem Auge? Nee, noch nicht wirklich. Ich muss den Charakter noch lernen. Aber wenn ich den erstmal drauf hab, ja, dann ist gut. Aber es soll jetzt keine Ausrede sein. Du bist natürlich ein sehr guter Spieler. Kann man anders ja nicht sagen. Sonst hättest du ja auch nicht das Street Fighter 5 Lounge-Turnier gewonnen, ne? Dankeschön, dankeschön. Ja, war halt irgendwie, ich war auch einer der wenigen, der ja trainiert hat, ne, tatsächlich so. Ja. Also ich dachte auch mit Micha, hast du ja gesehen, so Micha hat mich halt total geplättet mit Cammy, als ich Cammy hatte. Mhm. Da hatte ich halt den Vorteil, dass ich ja dann schon einen Charakter hatte, den ich ausweichen konnte, wo ich wusste, okay, der kennt ja die Moves noch nicht so gut und das war natürlich dann ein bisschen mein Glück, aber er hatte auch die Chance zu trainieren, wollte nicht, hat gesagt, er ist selber gut schuld. Genug. Dann sage ich auch, selber schuld. Ja. Wer trainiert, verdient es auch zu gewinnen. Das ist eigentlich wie eine Belohnung, ne? Das sollte immer so im Leben sein. Auf jeden Fall. Nein. Uiuiui, okay. Oh mein Gott. Boah. Ah, verdammt. Das kriegt er noch immer, das Spiel, ne? Gestern auch wie ein Wilder rumgeschrien. Mhm. What? Nein, verdammt. Uff, ich glaub, okay. Alles gut. Seltsamer Move. Ja. Der ist aber auch ein bisschen schwächer, ne? Der kann nicht viel einstecken, der Fang.
Ja. Das weiß ich nicht genau, wie viel Leben er hat, aber der macht tatsächlich nicht so viel Schaden, wenn der Gegner halt nicht vergiftet ist. Du musst halt versuchen, dein Gift die ganze Zeit aufzubauen während dem Match. Das ist wahrscheinlich auch, dass er ein bisschen anspruchsvoller ist, was dich kriegt, ne? Ja, du musst halt sehr viel Setup. Nachdem du ihn Knockdown hast, musst du irgendwelche Sachen machen, damit der Gegner gleich ins nächste Setup reinrennt. Setup ist auch so gut. Ein Kollege von dir meinte auch, als er Dalsim gespielt hat, ja, es gibt eigentlich so zwei Gameplans oder so, meinte er, die man machen kann und so. Das ist schon ganz geil, dass es dann eigentlich ja doch irgendwie diese krasse Tiefe hat, so, was man natürlich. Ja, du musst vor allem die ganzen Begriffe im Fighting-Game-Genre, es gibt so viele Begriffe, die dir alle spanisch vorkommen würden. Final Round. Fight. Ah! Oh, okay. Da hättest du mich gerade punishen können. Okay, der war auch neu, hab ich noch nicht gesehen. Scheiße. Ganz schnell in so einem Tilt-Modus oft. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man lernen muss. Dass man nicht so frustriert ist, dass man nur noch blind kloppt. Das ist genau. Also du darfst auch nicht deine Cannon-Drills, musst du aufpassen, auf welchen Abstand du das machst. Wenn du es auf Max-Range machst, ist der meistens safe. Da kann ich ihn nicht punishen. Aber wenn du ihn zu nah dran machst und nicht den Block, kann ich dir immer was reinhauen. Stimmt. Müssen wir gleich Werbung machen, habe ich das richtig gehört? Hab ich wirklich richtig gehört. Dann lass uns noch hier, weil wir gerade neu anfangen. Ja. Kurz mal die Werbung einschieben. Dann kann Alles ich klar. Pinkeln gehen.